Hallo und willkommen bei Likra. Heute sind wir mal in der Küche, weil ihr habt meine Popcornmaschine gekauft. Ja. Ja. Darf ich kurz mal jetzt sagen, ich zeige nur, wie wir es normalerweise machen. Ich mache da so einen Topf, da tue ich Butter und Öl rein, lasse das heiß werden, dann tue ich den Boden bedecken mit Mais und also leer so viel Mais rein, dass der Boden ganz bedeckt ist, dann kommt der Deckel drauf und dann wird das gerüttelt. 3-4 Minuten später ist der Topf voller köstliches Popcorn, fast null Kerne, die nicht explodiert sind normalerweise, also wenn man schön rüttelt und schaut, dass dadurch immer die Kerne unten sind, hat man da auf die Menge maximal 2-3 nicht geplatzte Kerne und das ist ein Traum-Popcorn. Schmeckt fantastisch gut, ein bisschen salzen, der Buttergeschmack drinnen, wer es liebt, ist fantastisch. Aber, weil es einfach so anstrengend ist und weil es nichts für kleine Kinder ist, haben wir jetzt das. Ich werde das mal auspacken, zeig her mal, drauf da. Auspacken das tun. Okay, hier sind mehrere Teile. Ich glaube, das ist der Hauptteil. Mhm. Also wir haben auch ein paar Popcorn-Körner gekauft. Ah, eh nicht ganz viel. Ich probiere es jetzt mal aus. Mhm. Ja. Nur die Richtung muss noch stimmen. In welche Richtung wird das klären? So. Mhm. Und das der gehört, glaube ich, da drauf. Genau. Schüssel da oben mit Popcorn anfüllen. Ja, ja, aber warte. Ich mache schon mal so. Mhm, das ist gescheit. Ich glaube, man darf kein Salz da mit reingeben. Gar nichts. Kein Butter, kein Öl, kein Salz. Das bringt alles nichts. Das wird alles nur kaputt. Sondern das gehört auch nur so reingeleert. Und ich bin gespannt, wie die Popcorn schmecken werden. Ja. Ja, wieso leert das nicht gleich direkt rein? Oder musst du das mit der Hand machen? Okay. Füß einmal. Schauen wir mal, wie viel da reinpasst. Füß ist nicht für mich. Ups. Das würde ich so lassen, oder? Okay. Nee, das. So. Ja, füß an, ordentlich. Schaut das nicht noch viel aus. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich viel, ja. Weil wenn man nachdenkt, sind die Popcorn-Körner ja richtig klein und ein Popcorn ist viel größer. Na passt, dann mach zu das Glasl. Mach zu. Das Glas macht es ja zu. Ja, der ist da unten. Mal zumachen und wegstecken. Ah ja, durch den Strom anstecken. So. Und jetzt, warte, Vorsicht, so sollte man es nicht reinleeren. Das geht sonst nämlich daneben. Das weiß ich schon. Das sollte man eigentlich auch hier reinleeren. So. Jetzt haben wir die Schüssel da reingeleert und jetzt kehrt das so drauf, damit das abprallen kann. Ja? So. Und wo schaltet man es ein? Ah, da. Ja, dann gib Gas. Gebläse mit Heißluft. Ja. Cool. Schmeißt du schon drauf? Ja. Nimmst du Popcorn? Ja. Ich hoffe, dass der Akku hält. Thank you.
Da sind nur mal ganz wenige Kerneln drinnen. Und das ist ganz schön voll geworden, muss man sagen. Eines ist noch. Ja, das ist auch ganz schön, obwohl ich mir gar nicht so schlecht, wie viel da drinnen ist, jetzt von der Menge her, bin ich ganz überrascht. Und wie schmeckt's? Fad. Gehört gesalzen, oder? Du musst salzen und ohne umrühren und nur die Oberfläche salzen, damit wir das mal kosten. Ich glaube, da gehört schon viel rein, weil. Ja, vor allem, was ich mir sicher bin, dass der Buttergeschmack fehlt, weil der ist da sicher jetzt nicht drinnen. Ah, das vielleicht soll ja man jetzt noch Butter dazu geben. Und wie soll das gehen? Butterbrot aufschmieren oder hinhalten oder wie? Also ich muss das jetzt auch kosten. Na gut. Das schmeckt ungefähr so wie Verpackungsmaterial. Hast du denn schon mal Verpackungsmaterial also gekostet? Mhm. Also ich glaube mit unseren Popcorn, die wir normalerweise machen, hat das nichts zu tun, oder? Mhm. Nein. Denke mal. Naja. Naja, so ist es schon gesalzen. Ja, aber trotzdem. Salz alleine bringt nicht den Geschmack. Ja. Okay. Wenn man das 3 Tage stehen lässt, ist es wahrscheinlich besser. So wie im Kino. Dann muss man einen Film anschauen, dann schmeckt es besser. Merkt man nicht, wie grausig das ist. Na gut. Wollen wir. Kann ich den nehmen? Was? Magst du noch ein Fazit machen? Ja. Also, was sagt dein Fazit? Mittel. Also ein lustiger Partygag? Ja, ist lustig. Halt, es ist nicht gesalzen, nicht Butter. Geschmacklich ist es kein. So, ja. Geschmacklich ist es Luftwasser. Ja. Wenn jemand irgendwelche Tipps hat, wie man das besser machen kann damit, ja, bitte in die Kommentare damit, oder? Ja. Falls ihr Ideen habt, dann auch in den Kommentaren. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder wie man das Popcorn noch aromatisieren kann oder wie das auch immer heißt, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen und das war's jetzt mit dem Video. Tschüss!